ob diese Mercedes-Benz B-Klasse 200 Diesel mit 140 PS aus 2010 und 238.800 Kilometer wirklich noch was wert ist, erfahrt ihr gleich nach dem wirklich sehr kurzen Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Holly Cars. Ich bin Holly und das hier ist ein Mercedes-Benz B200 CDI, also ein Diesel mit 140 PS, Handschalter 4 Zylinder aus 2010. Und der Wagen ist gut gefahren worden im Laufe der Zeit. 238.800 Kilometer hat er jetzt auf dem Tacho. Ist auch schon aus vierter Hand. Es kann also nicht mehr nachgewiesen werden, wer so die ganzen Vorbesitzer waren. Außerdem liegt kein Service-Nachweis vor. Der letzte TÜV ist im Dezember 2023 gemacht worden. Da hat er ihn mit geringen Mängeln bestanden. Also hat er ihn bis Dezember 2025 jetzt. Leider sind die alle Hebebühnen belegt. Deswegen konnte ich keine technische Überprüfung machen von unten. Er poltert vorne rechts und auch hinten rechts, also beides mal auf der Beifahrerseite, wenn man irgendwie über Hubbel fährt. Außerdem ist das Auto selber nicht unfallfrei. Das sieht man auch schon mit hier an den Spaltmaß. Die Motorhaube wurde nachlackiert, die Stoßstange vorne wurde nachlackiert und der Kotflügel auf der Fahrerseite vorne wurde instand gesetzt und nachlackiert. Mit einem bloßen Auge sieht man das auch beim Kotflügel, da das nicht schön gemacht wurde. Die Allwetterreifen, die montiert sind, sind noch ja, bis maximal zum Winter gut. Die Bremsen vorne sind fast neuwertig. Die Bremsen hinten könnten bald mal gemacht werden. Die Belege sind bald fällig und dann kann man auch die Scheiben gleich mitmachen. Also technisch kann ich leider nicht so viel diesmal dazu sagen. Optisch allerdings geht es halt hier weiter mit dem Außenspiegel. Hier an der Fahrertürkante und an der Tür hinten links. Das geht dann hier in der Seitenwand hinten links weiter. Hier fehlen ein paar Elemente von den Chromzierleisten, genauso wie auch in der Tür hinten links. Seitenwand hinten links geht es hier noch ein bisschen weiter. Stoßfänger hinten links ist gestaucht und hat Kratzer. Die Heckklappe hat vereinzelt leichte Kratzer drinne. Auch hier das Spaltmaß passt nicht. Die Seitenwand hinten rechts, dann die Tür hinten rechts, der Schweller und nochmal die Tür hinten rechts. Die ist nämlich eingedrückt, kann auch gleichzeitig dann lackiert werden mit Instandsetzung und Lackieren also. Der Schweller vorne rechts. Ja, und das war es so im Groben und Ganzen von den optischen Mängeln. Aber ich denke mal, das reicht auch. Navigation ist inbegriffen bei dem Wagen. Allerdings aus 2010, also im Grunde genommen nichts mehr wert. Innen drinne riecht er jetzt nicht streng oder sonstiges. Also da ist es in Ordnung. Der Dachhimmel sieht gut aus. Hier, das sieht einigermaßen gepflegt aus. Da hatte ich schon deutlich schlimmere. Kofferraum ist okay. Kofferraum-Ladeabdeckung ist dabei. Ach, die Motorhaube habe ich dann auch noch aufbekommen. Da ist der Haken abgebrochen zum Aufmachen. Nicht innen, sondern zwar in der Motorhaube. Dieses kleine Klemmhäkchen. Und auch das Plastik darum ist gebrochen. Das sollte man also auch berücksichtigen. Das Lenkrad ist natürlich auf Dauer ein bisschen abgenutzt. Er hat einen Limiter und ein Tempomat dabei. Zentralverriegelung, elektrische Außenspiegel, elektrische Fenster vorne. Im Motorraum ist auch kein Ölzettel. Also da kann ich auch nichts zu sagen, wenn der letzte Service war. Klimaanlage funktioniert, Sitzheizung funktioniert, er hat eine Einparkhilfe vorne und hinten, die funktioniert auch und hat auch das semi-elektrische Einparken. Bordlektüre ist komplett vorhanden, daran soll es nicht scheitern, der Innenspiegel blendet automatisch ab. Jetzt gehen wir mal hier durch. So. Radio geht an.
CD fehlt, liegt auch keine im Handschuhfach. Hinten im Kofferraum habe ich schon nachgeguckt. Also diese fehlt auch. Also Navi ist noch mehr weniger wert als nichts wert, wie ich schon gesagt hatte. Gehandelt werden die Autos zwischen, ja, 3.950 bis maximal 5.500. Du kannst dir vorstellen, dass in dem Zustand und vorbehaltlich einer technischen weiteren Bewertung das Auto nicht diesen Preis erzielen kann. Also ich liege jetzt alleine schon mit den optischen Mängeln, die vorhanden sind, und den leicht technischen Mängeln, die mir bekannt sind, bei maximalen fairen Kaufpreis von 2.500 Euro. Also, wenn du dieses Auto siehst, es wird momentan angeboten vom Besitzer zum Verkauf, dann schau, dass du noch eine technische Bewertung durchführst und dementsprechend das dann in preislichen Verhandlungen dann berücksichtigst. Das war's auch schon wieder. Danke fürs Interesse. Daumen hoch, damit hilfst du dem Video und meinem Kanal. Und bei Interesse an mehr von mir und meinen Videos und den Autos, ja, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts weiter verpasst. Bis zum nächsten Auto. Danke, tschüss.